Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ah, da kommen auch direkt schon Federbeißer. Kaum das Spiel gestartet, schon geht's hier los. Tja, beim letzten Mal hatten sie ein lustiger Geselle von einer Stadt erzählt mit Problemen. Und ja, wie soll ich sagen, Link ist natürlich der Problemlöser schlichthin, nicht wahr? Von Goronia nämlich, Hyrule-Gebirge, genau, Dorf der Zoras, ich glaube, ja. Zuerst muss ich ins Dorf der Zoras und erstmal fliehen hier. Oder haben wir hier jemanden, der uns helfen kann? Nicht, dass es wieder ein Jäger ist. Einer von diesen, Terroristen. Ahoi, Kumpel. Bist du zufällig zum Shit-Schlittern hier? Was soll das sein? Na gut, eigentlich kennen wir das schon. Muss mich nur wieder an die Steuerung erinnern. Ach, probier es doch einfach mal aus. Macht Laune. Wirst schon sehen, sagt der Finn. Aha, mein Kollege steht da drüben. Unter dem Baum. Lass dir von ihm alles erklären. Ja, eigentlich weiß ich's ja. Alles klar. Und los geht's. Gut. Ja, das wollte ich hören. Na, ausnahmsweise mal kein Jäger, der uns hier attackieren will. Aber beim letzten Mal mal wieder. Oh, da sind wir ja schon. Ahoi. Schön, dich zu sehen. Hoffe, Finn hat dich nicht allzu aggressiv Werbung gemacht. Ja. Uns gehört das tonangebende Unternehmen in der Schildschitterbranche. Wir sind die Schildschrotter GmbH. Alles klar. Finn unten am Hügel und ich hier sind nicht nur die Alleininhaber, sondern auch die einzigen Angestellten. Ja, das lässt tief blicken, würde ich mal sagen. Ach, Russell heißt der. Russell Crowe oder was? Das musst du erlebt haben. Diesen Rausch der Geschwindigkeit, den dir nur das Schildschittern bieten kann. Kenne ich eigentlich nur auf Schnee, ja, dass es auch hier geht, okay. Wenn du keinen eigenen Schild besitzt, haben wir ein paar hier, die du kaufen kannst, nun mal. Ja. Da sind halt Geschäftsleute, ne? Wenn nicht, war es das bald mit unserer großartigen Geschäftsidee. Das denkt er scheinbar nur, ne? Kauf doch was. Nee, will ich nicht. Will nichts kaufen. Ach, das war der Fuchs. Ich möchte jetzt gerne loslegen. Wenn du von hier aus den Hang nach Nordwest nimmst, kannst du auch als Anfänger nichts falsch machen. Los geht's, keine Zurückhaltung. Wölbe ordentlich Staub auf. Und dann kommst du wieder und kaufst uns noch ein paar Schilder ab. Hey. Denkste, ich habe genug Schilder. So viel Platz habe ich eh nicht. Wie war denn das nochmal? So, und dann springen, ne? Springen wir hier. Und dann A drücken irgendwie noch, ja. So, nun. Ich glaube, ich muss zu dem anderen Typ, ne? War es das? Und nu? Hast du gesehen? War ich gut? Ich hab doch, bin doch gerade geschlittert. Oh, Blutmond wieder mal. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Habe ich irgendwie die falsche Route genommen? Oder hätte ich bei ihm abspringen müssen? Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Wird ja nicht so eindeutig markiert hier, also wie bei der anderen, bei dieser Eisprinzessin da. Ahoi, da bist du wieder. Na, bist du... Habe ich eigentlich richtig gemacht? Also ich weiß nicht, was jetzt das Problem ist hier. Kannst du nochmal probieren, okay. Erstmal Schild auswählen, ne? Genau. Soll ich den über den Haufen fahren, oder wie? Kann natürlich auch sein. Juhu! So. Jetzt müsste das hier rafft haben. Ich raff das hier nicht. Und was mache ich falsch? Ja. Muss ich bis zum Wasser schlittern, oder was? Das sagt denn aber auch hier keiner. Ja? Da gibt es keine richtige Markierung, nichts dergleichen. Ja, ich bin doch gerade geschlittert. Von hier Richtung Nordwesten, okay. Ja, wenn ich mal einen Kompass hätte, hab ich ja eigentlich. Nordwesten, stimmt. Ja, war ja richtig. Nordwesten ist die Richtung. Eindeutig. Ich hab's ja manchmal nicht so genau, ne, mit den Himmelsrichtungen hier, aber... Eigentlich bin ich mir relativ sicher, dass das Nordwesten ist.
Na gut, dann fahre ich halt noch weiter. So. Tja, aber irgendwie reagiert das Spiel nicht. Ah, ist erstmal wieder Blutmond. Das würde ich aber gerne abbrechen. War lang nicht mehr irgendwie, ne? Also mit dem Schildschleuder, das klappt nicht so, wie gesagt. Plus muss ich drücken, okay. Ja, das kennen wir schon, das Phänomen. Das belebt alle Gegner, die wir bereits besiegt haben, wieder und macht sie unter Umständen sogar stärker, leider. Ja. Na? Deswegen sollte man dann doppelt vorsichtig sein. Dann, naja, gut. Man muss generell vorsichtig sein im Spiel. Gut, was haben wir denn hier noch Schönes? Ich glaube, ich sollte mal... Ne, wie war denn das? Ich möchte mal gerne den Gaul rufen. Das ist eine Ruine. Oh, ist das abgebrochen? Kommt der Gaul? Auf jeden Fall scheint sie mich zu hören. Die gute Gerti. Nun komm mal. Bisschen schneller, bitte. Oh, hier haben wir auch Glühwürmchen. Aber die sind mir zu schnell. Oh, hier kann ich auch Äpfel pflücken. Und das mache ich mal auf die einfache Tour. Nehme ich den Baumfälle. Sehr gut. So, da bist du ja, Gerti. Okay. Ich denke mal, das ist wirklich nur so ein Spot, um Schilde zu kaufen. Vermute ich jetzt einfach mal. Oh, hier ist eine schöne Pflanze, die wir auch schon kennen. Ja, die heilt uns, glaube ich, auch. Wieso fast alles? Moment, da ist wieder was Böses. Hier ist bestimmt aber auch was Gutes versteckt. Aha. Genau, den er gerade vor uns geschossen hat, den Holzpfeil. Denn Holzpfeile können wir immer gebrauchen. Moment, ist der magnetisch? Dann können wir den nämlich auch locker besiegen. Ne, leider nicht. Das ist nicht magnetisch. Schade. Sehr, sehr schade. Oh, da liegt auch ein Schild. Ne, Topfdeckel. Also nicht wirklich ein Schild. Was ist denn das hier eigentlich? Hä? Das ist ein Magnet, oder? Was ist das für ein Geräusch? Das soll ein Vogel sein, oder wie? Anscheinend. Spät haben wir es denn? 2 Uhr? Naja. Ist ein gutes Zeichen. Na, der ist magnetisch. Nur, was bringt der mir? Muss ich den irgendwo einsetzen vielleicht? Um wieder einen Krog zu finden? Das deutet so ein bisschen darauf hin, ne? Mal sehen, ob ich hier noch mehr solche Teile finde. Nö, nö. Nö. Lass mal aktiviert. Nö, hier scheint es nichts weiter zu geben. Oder? Nö. Was ist das hier? Hier war was. Noch ein Holzpfeil. Sehr gut. Hä? Da! Okay. Alles klar. Ist hier doch ein Krog verborgen. Habe ich es mir doch gedacht. Das Teil ist doch nicht nur zufällig hier. War ja klar. So. Na denn, finden wir mal den Krog. Oh, hier ist auch noch was frei zu springen. Haha, ich Blindfisch. Ist ja auch nicht gerade schlecht. So, Mann, die Zeit vergeht hier wie im Fluge. Ja, Moment, war schon richtig. Okay. Mist! Wow. Hätte ich ein bisschen tiefer gehen müssen. Na gut. Auf ein neues. Ich gehe mal einfach näher ran, ne? So jetzt. Ja, also. Sehr gut. Du spielst. Tschüssi. 96 an der Zahl. Okay, hier können wir jetzt wieder sprengen. Da brauche ich dann das Sprengmodul. Okay. Ja, hat gereicht offensichtlich. Oh, und hier ist ein Erzvorkommen. Aber ich muss aufpassen. Haben wir das schon? Nee, ich muss nochmal sprengen. Lass das mal lieber Link. Das ist hier echt gefährlich, mit diesen Steinen hier zu spielen. Was sind denn hier so viele? Egal.
Oh, immerhin Bernstein habe ich gesehen. Nur Bernstein? Kann ich mir nicht vorstellen, ne? Oh, Blobs! Haha! Ja. Oh, die sterben schnell. Das ist gut. Machen wir die wenigstens schnell los. Ups. Dann können wir nämlich schön Liebe kommen für unseren Wackelpudding. Haha. Okay. Ist da hier noch ein Holzpfeil? Aber wie gesagt, von dem können wir nie genug bekommen. Alles okay. So, aber was diese Typen hier wollen, das, ja, habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht. Egal. Hügerdi, komm. Ich gucke mir mal die andere Seite an. Vielleicht haben die ja ein Geheimnis oder so, was sie vor uns noch verborgen halten. Auf jeden Fall ist da ein Schrein. Na, ich gehe mal von hier aus hoch jetzt. Geht ja flott. Moment, hier ist auch noch was. Wie es aussieht, sind das nur irgendwelche unscheinbaren Steinchen. Ja, die können wir nicht mal heben. Ne? Runter, ja genau. Ich möchte aber hoch. Das schneller als möglich. Oh ja, da. Da ist noch einer, ne? Und das, schau mal die Stadt. Wie cool, oder? Nee, eigentlich sieht es eher nach einer nach Behausung von Boglins aus, leider. Aber der Turm ist auch nicht weit weg. Der nächste Turm. Können wir wieder was freischalten. Also sprich die Karte. Das kommt uns doch sehr entgegen. Aber hier ist nämlich auch was Besonderes. Ah, ist ein Krog wieder. Noch ein Krog. Muss ich ihn hier machen? Oh, nee. Ah, okay. Na geil, verschwindet immer mehr. Das schaffe ich nicht. Aha, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Okay. Alles klar. Jetzt hat sich das erschlossen mit dem Schildschlitter, ne? Warum wir das hier tun sollten an der Stelle. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir dann von denen auch noch eine Belohnung, ne? Ah, dann ist der Auftrag ja kombiniert mit den Crocs. Okay. Ob das funktioniert? Ich weiß nicht. Wir werden es ja erleben, Leute, wenn wir das schaffen. Hab mich schon gewundert, warum die überhaupt nicht drauf reagiert haben, ne? Also, dass wir da runtergeschlittert sind. Was mache ich denn? Okay, das wollte ich jetzt nicht. Oh, jetzt waren wir zu langsam. Das schaffe ich nicht. Nee, nee. Nee, nee. Das war's. Das war's leider. Ah, phew. Dafür haben wir hier eine Ente. Okay. Was? Der Ritterschild? Okay. Die zerbrechen also auch, wenn wir die zum Schlittern benutzen. Unschön, aber das haben wir jetzt herausgefunden. Oh, Mist. Oh, bei. Wenn die Wiese hier nass ist, dann sind wir vielleicht sogar noch schneller. Also dieser ausgeklügelten Physik von The Legend of Zelda Breath of the Wild würde ich Sled zutrauen, dass auch die Nässe hier auf den Schild oder ja, auf die Rutschgeschwindigkeit des Schildes Einfluss nimmt. Ne? Gut, ich probiere es nochmal, also das ist machbar. Ich bin nur gerade wieder an der Steuerung verzweifelt. Oh, Gewitter. Oh, oh, Gewitter ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gab's lang nicht mehr. Ist nicht gut, wenn man da. Ah, ja, das ist der Nachteil. Wenn es hier regnet. Ey, immer an derselben Stelle. Nein, nicht doch. Komm. Okay, geschafft. Okay, ich warte erstmal, bis die Ausdauer voll. Ah, ah, oh, oh, oh. Schweinerei. Schnell weg mit der Waffe. Welche haben wir denn? Ich muss doch die Rüstung ablegen, ne? Ja, der Bogen ist auch kurz vorm Kollabieren. Ablegen, genau. Bogen auch? Nö. Ich hab grad keinen ausgewählt, oder? Nö. Dann können wir auch den Schild nicht verwenden. Ah, jetzt habe ich keinen. Ah, dann muss ich den Schild nehmen. Ausrüsten, genau. Ich glaube, mit dem kann man auch schlittern.
So, erstmal die Rüstung ablegen. Dafür ziehen wir denn die an. Ne? So, was haben wir denn hier? Barbarenhose. Die schützen uns ganz gut vor Angriffen. So. Na, sind wir jetzt geschützt vor dem Gewitter erstmal. So, wie war denn das? Erstmal Schild auswählen, genau. Wow. Schlittern bei Gewittern hier. Ah, ob ich es diesmal schaffe? Ah, war knapp. Aber geschafft, ist geschafft, würde ich mal sagen. Super. Ja. Na, entdeckt habe ich dich schon vorher. Tschüssi. Machen wir mal zwei. Ah, ins Wasser sollte ich auch nicht gehen bei dem Wetter. Wow. Direkt eingeschlagen da oben. So, jetzt quatsche ich den Typen mal nochmal an. Vielleicht hat er ja jetzt eine neue Dialogoption für uns. Oh Gott. Weil Gewitter sind hier ungleich gefährlicher als im realen Leben sogar. Wobei, naja, Computerspiel mit dem realen Leben zu vergleichen, das hinkt immer so ein bisschen, ne? Weil in der Realität hat man zumindest normalerweise nur ein Leben. Anders als hier. Hier respawnt man dann einfach. Also gut, vergesst es. Mal sehen, was er jetzt sagt. Kaufe. Okay, ja, kann ich ja mal versuchen, ne? Aber ich glaube. Ja, habe ich doch gemacht. Jo, aber kann ich denn? Untersuchen auf jeden Fall die Schilder. Der Ritter steht. Nee. Das müssen sie teuer. Die kriege ich auch gratis. Die kriege ich auch gratis. Okay, das bringt hier gar nichts, habe ich so den Eindruck. Obwohl, wenn ich es vielleicht richtig machen würde. Ups, das war knapp. Würde ich vielleicht auch sogar einen Gewinn von den Typen, ne? Aber ja. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht habe ich bisher immer nur die falsche Route genommen. Vielleicht kann ich auch hier runter. Also das ist ja absolut Norden hier. Na, nochmal. Ich einfach mal hier. Oh Gott. Wow, er schlägt hier zweimal an derselben Stelle ein. Das ist auch ungewöhnlich. Vielleicht war das jetzt richtig. Nein, das war auch nicht richtig. Wow. Die haben mich leicht gebremst, die Blobs hier. Nee. Okay, das bringt hier nichts, habe ich das Gefühl. Ich mache mich mal wieder auf in Richtung Straße, ruf Gerti und dann begebe ich mich erstmal in Richtung des nächsten Schreins, denn da bin ich schon richtig gespannt drauf, Leute, was es damit auf sich hat. Und ja, dann können wir erstmal auch dem Gewitter hier so ein bisschen entgehen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Gerti. Gerti wird auch Angst haben, nehme ich mal an. Ey, vielleicht kann ich hier hoch und mal gucken, was es hier so gibt. Eigentlich Angst. Scheiße, Leute. Sieht hier gar nicht gut aus. Hier ist sogar eine Brücke. Cool. Cool. Was ist denn Gerti nun? Komm her hier. Wow. Ist so durch die Hölle los gerade. Also die Wahrscheinlichkeit ist hier auf jeden Fall höher, von einem Blitz getroffen zu werden. Ui, ja, ihr seht's ja. Haha, normalerweise wäre man da jetzt schon beeinträchtigt gewesen. In der Realität. Was ist das denn hier für eine schöne Gegend? Ja. Komm, Gerti. Lauf um dein Leben. Nein, nicht gerade hier jetzt stehen bleiben. Ey, du bist doch doof. So ein dummes Vieh. Rette dich. Ah, oh, es heitert auf hier. Ja. Das Unwetter ist per se. Oh. Wow, sieht das geil aus. Ah, das sind auch Ruinen. Und das, genau, das ist der andere Schrein, ne? Da ist der Turm. Oder ist es diese. Waren wir? Ne, bei dem waren wir noch nicht. Da ist auch noch ein Berg, ne? Der gänzlich von Wolken umgeben ist. Und da ist auch ein Riesenskelett.
Da hatten wir ja auch noch so einen Auftrag gehabt, ne? Was okay, dann sind das doch keine Behausungen. Das ist alles nur Skelette, geil. Cool, ja, die kann ich ja dann alle fotografieren oder so. Aber erstmal möchte ich hier... Oh, da ist auch ein Floß. Erstmal möchte ich mal dem Schrein da in Besuch abstatten. Okay, schwimmen wir ein bisschen schneller. Das kann nicht schaden. Oh, oh, da sind Reptiloide. Und der Schrein ist... Okay, da... Da müssen wir mal ein bisschen was tun dafür, um an den Schrein zu gelangen. Oder das Innere des Schreins. Oh, da ist auch ein Rauch. Das ist meistens... Ist nicht immer ein gutes Zeichen, leider. So, was haben wir denn für Waffen ausgewählt? Ist eigentlich wurscht. Die sind alle ziemlich gut, also bis auf, ja, ich wollte ja die Meisteraxt haben, ne? Ja. Oh, und direkt den Baum gefällt. Äpfel! Äpfel! Kämpfen können wir danach noch. Äpfel sind erstmal wichtiger. Eine wichtige Kochzutat. Was war da? Da stand noch was von nehmen. Ach, ich soll den Baumstamm nehmen oder was? Nee. Hier, da muss noch irgendwas. Ach, die Pfeile hier. Cool. Ja, schieß ruhig auf uns. Pfeile können wir immer gebrauchen. Boah. Also der hat kein Zielwasser gesoffen. So viel steht mal fest. Aber gut, das soll jetzt unser Nachteil nicht sein. Sammeln wir mal schon die Pfeile hier ein. Sehr geil. Gratis Pfeile. Das ist cool. Wow. Ach, schade, der ballert hier mal freiweg ins Wasser rein. Da können wir die leider nicht einsammeln. Nee. Gerti steht da im Regen. Na, wo schießt du denn hin, Mensch? Na gut, ich muss mich ihm ein bisschen nähern. Oh. Na komm. Ja. Nee, der schießt hier freiweg ins Wasser. Doch, da. Der ist jetzt da aufgekommen. Jetzt habe ich es gesehen. Hä? Nee, die versinken jetzt irgendwie. Irgendwie kann ich nicht mehr aufnehmen. Weil es scheinbar zu nass ist oder so? Ich weiß nicht. Vielleicht traue ich der Physik ja einfach auch zu viel zu. Au! Na gut, das macht zum Glück wenig Schaden. Die Grünen sind, glaube ich, mit die ungefährlichsten. Ah, schade. Hat der keine Pfeile bei gehabt? Oh, was ist das für ein Geräusch? Ein Vögelchen. Ich würde mal sagen, hier brauche ich Feuer. Um den Schrein betreten zu können. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Zeit. Scheißdreck. Lass mal auf Pause gehen. Ich muss kurz mal gucken, wie lang das Video schon ist, Leute. Joa, nee, das schaffen wir noch. Ich glaube, erstmal muss ich einen besiegen, ne? Der uns da beschießt. Ja, wir sind. Ah, mit Schild. Haha, genau. So war das nämlich. Oh, ich höre noch einen. Oh, der zerbricht gleich. Ist nicht euer Ernst, oder? Ey, warum fliegen die so weit? Ups. Irgendwie treffe ich den nicht. Geil. Gut. Au. Na warte, du mistige Kreatur. Komm hoch. Ah, der ist auch kaputt. Ah, ich habe ihn getroffen. Ha. Gott. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Boah, das Wasser sieht hier so geil aus. Haben sie das aufgehübscht irgendwie? Oh, ich muss aufpassen. Ich sollte mal wieder zurück erstmal. Ah, der hat uns irgendwie gesehen und... Na, noch nicht. Doch, er hat uns gesehen. Wie kann ich denn diese Biester nochmal anvisieren? Ne? Das war er schon. Sammle ich nochmal seine Organe ein. Da sind auch noch Organe, die möchte ich auch noch gerne einsammeln. Wenn ich es dann schaffe, heißt das. Na, die sind nicht so häufig anzutreffen. Hier war auch noch ein Floß irgendwo, ne? Hab ich doch gesehen gehabt. Oh ne, es wird schon wieder dunkel. Also es dämmert bereits. Oh oh. Ne, ne, bleib mal weg, Junge. Oh, ihr habt euch da was Schönes gebraten. Ich sehe schon. Und eine Truhe scheint da auch zu sein, oder? Oh oh.
Ey, können die schwimmen? Wie war denn das mit den Biestern? Jo, sie können schwimmen. Au! Und spucken. Ey, so eine Mistviecher. Nein, nicht kurz vom Strand ersaufen hier, ey. Das ist doch wie wahr. Aha. Na gut, ich lebe noch. Oder wieder. Aber dafür mit weniger Lebensenergie. Ey, komm her, du Mistvieh. Aua. Ah, scheiße, hier sind ja die Dornen. Dornen. Ah, der ist stärker. Ah, das sieht man gleich. Der hat mehr Lebensenergie. Die wird jetzt schon angezeigt immer. Ich glaube, die wurde schon mal angezeigt, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Ah, seine Waffe ist ja schon mal losgeworden. Die will er natürlich wieder haben. Aber den Weg versperren wir ihm. Super. Was ist das für ein Geräusch? Nirnwurz. Erinnert mich direkt an eine Quest aus Oblivion. The Elder Scrolls. Da musste man irgendwie ganz viele Nirnwurzpflanzen sammeln. Und die machten eben auch so ein eigentümliches Geräusch. Wie das gerade. Aber ich weiß nicht, woher es stammt. Also ich kenne dessen Ursprung noch nicht. Oder hier. Die Keule macht so ein Geräusch. Ja, offensichtlich. Damit man die scheinbar leichter findet. Macht es auch so ein akustisches Signal. Okay. Gut, naja, dann würde ich mal sagen, erzeuge ich mal hier ein bisschen Feuer. Wie geht das am besten? Mit Feuerstein natürlich. Wie komme ich denn da rein? Wo ist denn der Eingang hier eigentlich? Ich glaube, es ist wurscht, oder? Ich glaube, so ganz so wurscht ist das nicht. Oh, aufpassen. Okay. Ich muss nur eine Stelle finden, wo ich hier ein ideales Lagerfeuer bereiten kann. Super. In die Hand. Eins reicht. Genau, leg mal ab. So, und jetzt brauche ich... Wie war denn das nochmal? Jetzt brauche ich irgendwie noch Feuerstein, ne? Leuchtstein? Ne, Feuerstein. Hier war er doch. Okay, wenn du mit einem Mehlstein aus Metall... Genau, so war das. In die Hand. Super. Wir haben den Gegenstand. Wow, Flächenbrand. Sehr geil. Ach, sag mal wieder ein Naturschauspiel. Ne, nicht wirklich. Wir haben ein bisschen nachgeholfen, sagen wir es mal so. Sehr gut. Und damit haben wir den Schrein freigeschaltet. Semrad-Schrein. Semrad-Schrein. Sehr gut. Ich könnte schreien. Was ist denn da hinten? Also, das sind lauter Ruinen. Tja. Hier ist viel passiert in der Zeit hier. In der Link geschlafen hat. Also sprich die 100 Jahre. Und da ist auch noch ein Turm. Ein V. Das ist Gerti da hinten. Okay. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, ja, sorry für den kleinen Cliffhanger, der jetzt folgt. Aber das machen wir einfach beim nächsten Mal. Ja? Da werden wir mal diesen Schrein besuchen. Vielleicht war es ja schon der Schrein eigentlich. Wäre jetzt ein bisschen lahm, aber gut. Dass das schon das Rätsels Lösung war, dass wir hier einfach alles freigemacht haben. Ne? Letztendlich mit Hilfe unseres kleinen Lagerfeuerchens. Aber, nein, eigentlich gehe ich eher davon aus, dass es doch noch ein Rätselschrein ist hier, dennoch. Also, dass er noch auf uns wartet quasi, dass wir das Rätsel zwar gelöst haben, aber dass das quasi nicht das Einzige war, was hier auf uns wartet. Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, lasst es euch gut gehen, euer S-Shark. Ich wünsche euch was und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da.